Herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic. Letztes Mal, wo wir hier aufgehört haben, jetzt sind wir in der H4. Ich habe eine Gruppe. Sollte gehen. Oh. Muss gehen. Kurz getarnt. Warte. Die anderen sind nicht gerade die besten. Muss ich feststellen, finde ich. Auf dem Weg hierhin. Deswegen muss ich ein bisschen mehr Schaden machen. Zumindest glaube ich es. So. Läuft ja noch. Kein Problem. Ja. Gut. Ja. Müssten wir schaffen. Wohl Blutpresser halt echt. Der haut schon gut rein, finde ich eigentlich. Mit schlechter Gruppe geht das, kann man da schon scheitern. An dem. Wenn wir mein Medipack nehmen. Bis mal der Heiler reingefunden hat zu heilen. Verstecke ich mich mal lieber. Hat ein bisschen Aufmerksamkeit von mir abgelenkt. Ich werde mal den Heiler entlasten. Gut. Alle leben noch. Das sind schon echt heftige Gruppen. Die anderen gehen fast drauf. Na gut, ich bin auch fast drauf gegangen. Teilweise. Zum Glück haben wir einen Heal dabei. Kann ich nur sagen. Ah. Ein Pet. Hau ich ja fast alleine um. Was machen die anderen? Guck mir zu, wie ich den umhaue. Was ist, hä? Läuft doch. War zwar an der Grenze schon. Waren fast tot, manche. Werden wir schaffen. Ich bin ja dabei. Auf. Bam, so macht man Schaden. Genauigkeit verringern. Das war tot gut. Mordschrei. Wilder Ansturm. Ein Auslöschen gefährlich. Wirken wirken. Jawohl. Hey. Blutpresser können wir auslassen, den Endgegner sozusagen, aber ja, ist ein Bonus. Aber bringt bestimmt was Nettes. Vielleicht lässt er was Gescheites droppen. Und das wäre ja ganz erfreulich. Hm.
Ding. So, Heile wird belästigt. Ich versuche die Akku. Ja, ich habe die Akku. Gut. Ups, jetzt habe ich beide Schilder. Stun. Jetzt nochmal auslöschen. Ein paar Hiebe dazwischen durch. Machtschrei. Auslöschen. Cool. Wir können wieder Dings benutzen. Berserker müsste das sein. Jawohl. Ich glaube, das müsste mit die schwierigste A4 auf dem Planeten hier sein. Für unser Level. Oh. Ein kleiner Rumstreicher hier. Zweimal aus Uskad am Leben zu halten. Meint die damit vielleicht es hart am Leben zu halten? Wieso, wenn ich Umhang des Schmerzes reinmache, geht das eigentlich. Nur halt machen die auch gut Schaden, die Gegner. Geil, was hat der? Ich nehme meinen Medipack, das ist mir zu knapp. Noch einer. Puh. Jawohl. Hey, tritt der mir in die Eier. Zum Glück werde ich bewacht von der Macht an den Eiern. Oh yeah. Wenn ich das nicht hätte, dann würde er schon längst weinen wie ein Baby. Aua. Nicht gut, lasst mich in Ruhe. Wenn es brenzlig wird, mache ich mich einfach unsichtbar. Lass meinen Heiler in Ruhe. Zu den anderen, dann kann ich auch meinen Smash richtig ausschöpfen noch. So, eine weitere Gruppe. Halt dich mal fertig, Basaidai. Puh. Aufpassen, dass ich nicht sterbe. Auf jeden Fall kann ich hier ein paar Medipacks loswerden, das ist nicht gut.
kann die sonst ja nie gebrauchen, eigentlich. Gruppen werden etwas kleiner, glaube ich. Da vorne sehe ich nämlich nur noch drei. In der hinteren Höhle wird es auch... Ups, also... Kein Problem. Wird es auch einfacher, glaube ich. So. Am Anfang ist es schwierig. Ja, der haut schon echt rein, wie man es gesehen hat. Ein paar Mal um dem Tode nah. Ah, toll, genau in meiner Kombo. Rauferei mit den Sandleuten. Ah, okay. Erfolg abgeschlossen. Hä? Was ist denn jetzt den anderen? Und so ein Heiler in der Leiste. Nur weil der seine Bombe da geschmissen hat. Unnötig. Um mir da den Gegner wegzuhauen aus der Leiste. Also als Gegner. Wie viel brauchen wir noch? 12. Und Blutpresse als Bonus. Was auch nicht schaden kann. Ein Wanderer. Der ist einzeln, den kann man gut angreifen. Dreiergruppe und dann nochmal eine Vierergruppe. Okay. Wenn wir es hier aber beide bekommen, wäre scheiße. Was hat er denn jetzt gemacht? Oh, ist ja doch eine Vierergruppe. Hat seinen Spot, glaube ich, gemacht und dann hat er sie angelockt dadurch. Lass den Heiler in Ruhe. Ich nehm's euch mit euch beiden auf. Warte, wieder auf den Schwächern gehen. Der ist schon näher am Tode. Jetzt könntest du mal aber wieder richtige Heals raushauen. Geh ja noch drauf. Lass mich nicht hängen. Lieber mal auf den. Der hat die ganze Zeit Knutschfleck gestört. Geiler Name. Bro. Da hinten sind noch und da und okay. Auf jeden Fall brauchen wir noch zwei Gruppen. Das ist klar, ja. Würde mich als erster bereit erklären. Das denke ich am besten, ich habe den zweithöchsten Level noch. Das ist aber gut mit Stunner. Stunnerei. Ich muss den wieder mal wieder rausnehmen. Hier keinen Schaden, heil lieber die Leute. Bitte hier drei Leute. Ich sterbe. Mach was. Das war knapp. Los, macht Schaden. Naja, ich habe noch 50% Leben. Die Macht ist auf meiner Seite. Was haben die Spaßköpfe sich da hinten die ganze Zeit mit dem Eimer rumgetrieben? Lass mal den Knutschfleck auflesen.
Essen ist aus der Leiste, ich brauche neue Medikits. Mal sehen. Da habe ich noch so normale. Oh, ich könnte ja mal einen Stim nehmen. Hey! Es war jetzt eine komische Überleitung. Aber mir ist bei dem Part leider was. Ist was schief gelaufen. Fraps hat auf einmal abgebrochen und dann auf einmal hatte ich statt einer WMF-Datei, hatte ich eine AVI-Datei. Ich habe sie umkomprimiert, aber das hat nicht so gescheit geklappt. Da hat dann nur so ein Teil. Ist dann wieder umgeschrieben worden. Ein anderes Format. Ja. Jetzt sind halt leider ein paar Minuten abgeschnitten bei dem Part. Tut mir echt leid. Aber naja. Ich kann ja sagen, was passiert ist. Wir waren erfolgreich natürlich. Haben noch die letzten paar umgelegt. Sandleute, die gefehlt haben. Haben Blutpresser platt gemacht. Und das war's eigentlich. Dann habe ich noch was gelabert und habe auf Schiss gesagt. Ja. Und so beenden wir das auch. Tja. Dann beim nächsten Part aber dann keine Fehler mehr, sondern da ist wieder alles normal. Da ist so alles, wie es stimmen soll. Und aber trotzdem viel Spaß beim weiteren Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!